Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen ist auf dem Weg aus dem Lockdown. An anderer Stelle haben wir bereits die Prioritäten und die Reihenfolge kritisiert, mit denen das geschieht. Autohäuser, Shoppingmalls und Bundesliga machen weiter, während Kitas und Schulen geschlossen bleiben. Die lauteste und mächtigste Lobby bekommt die schnellsten Lockerungen und die größten Hilfspakete. Der Verkäufer und die Friseurin müssen wieder zur Arbeit gehen, ohne dass es eine verlässliche Kinderbetreuung gibt, und viele dazu mit Angst, weil sie selbst oder Angehörige zur Risikogruppe gehören. Nein, die Krise ist nicht vorbei, noch lange nicht. Sehr viele Menschen sind noch mittendrin, noch in Kurzarbeit mit großen Einkommenseinbußen, mit einem geschlossenen Betrieb oder einem, der sich wirtschaftlich gerade überhaupt nicht betreiben lässt. Viele Menschen häufen immer noch Tag für Tag größere Schulden an und fürchten um ihre ökonomische Existenzgrundlage und fürchten die Insolvenz. Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Veranstaltungstechniker, Caterer, der Messebau, viele Soloselbstständige, deren Aufträge wegbrechen, gerade im Bereich von Veranstaltungen. Und auch kleine Geschäfte und andere Einzelhändler haben weiterhin Probleme. Viele Gastronomen mit kleinen Räumlichkeiten können überhaupt nicht wirtschaftlich arbeiten. Der Tourismus und touristische Busunternehmen, die ihre Busse nicht wirtschaftlich einsetzen können. Denken wir an die Reisebüros, die auch noch die enormen Rückforderungen von Provisionen nach Stornierungen schultern müssen. Oder die Beschäftigten am Flughafen, am Boden und in der Luft. Und es sind viele Bereiche betroffen, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Nicht gewinnorientierte Unternehmen zum Beispiel, Vereine, die Kinderschwimmkurse anbieten oder auf Honorarbasis beschäftigte Kursleiterinnen in Sport- und Fitnessstudios. Menschen, die derzeit in ihrem konkreten Arbeitsumfeld nicht arbeiten können oder aber einfach kein wirtschaftliches Geschäftsmodell angesichts der Einschränkungen realisieren können. Und ich füge hinzu, aus guten Gründen, nämlich aus guten Gründen des Infektionsschutzes. Das ist vollkommen klar, aber es stellt Menschen vor größte ökonomische Probleme, meine Damen und Herren. Und für all diese Menschen muss es eine verlässliche Unterstützung geben. Und das ist eine Frage der Prioritäten. Und es ist eine Verteilungsfrage. Wem kommen die Lockerungen zugute und wem die wirtschaftlichen Hilfen? Und da haben wir schon eine Schieflage, wenn bei Geldspritzen an Großunternehmen die Milliarden locker sitzen und schon wieder über Abwrackprämien für die Automobilindustrie diskutiert wird, aber ein paar Tausend Euro Soforthilfe für Solo-Selbstständigen, denen dann bürokratische Regeln im Wege stehen. Und dass in der Union in dieser Zeit alles Ernstes dann auch noch eine Senkung des ohnehin kläglichen Mindestlohns diskutiert wird, meine Damen und Herren, das ist wirklich beschämend, und das ist auch ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die Sie vor einigen Wochen noch beklatscht haben. Denn gerade im Einzelhandel arbeiten viele Menschen zum Mindestlohn. Der Staat verhandelt mit der Lufthansa darüber, unter welchen Bedingungen er sie retten darf. Und heraus kommt ein teurer Deal, der dem Staat keinen Einfluss sichert und den Beschäftigten die Arbeitsplätze nicht garantiert. Ja, und Herr Minister, ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass Sie sich an der Stelle stark gemacht hätten bei der Bundesregierung für die Beschäftigten der Lufthansa und für eine Garantie zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Bei der Bahn verlangt der Bund als Eigentümer für Zuschüsse sogar immense Kürzungen beim Personal und den Sachausgaben. Dabei haben wir doch in den letzten Jahren gesehen, wie die Bahn kaputtgespart wurde. Und das ist vollkommen falsch, auch wenn wir über Verkehrswende reden, bei der Bahn zu kürzen. Deshalb gilt unsere Solidarität den Beschäftigten, die in den letzten Jahren genug Einschnitte hinnehmen mussten, meine Damen und Herren. Statt Debatten über Arbeitszeitverlängerung, über Sonntagsarbeit, Mindestlohnsenkung und Sozialkürzung ist eine einmalige Corona-Vermögensabgabe zur Krisenbewältigung von den Superreichen notwendig, damit die Kosten der Krise nicht wieder denen aufgehalst werden, die ohnehin kaum etwas haben. Und um der Rezession entgegenzusteuern, müssen wir uns dauerhaft von der Schuldenbremse verabschieden. Wir brauchen ein groß angelegtes Zukunftsinvestitionsprogramm für Klimaschutz und soziale Infrastruktur, wie es auch der DGB vorschlägt. Und das, meine Damen und Herren, fordern wir von der Landesregierung, ein solches Programm auszuarbeiten. Die Soforthilfen waren für 3 Monate vorgesehen, für März, April und Mai. Und sie waren dafür schon knapp bemessen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Man kann den Leuten ja nicht sagen, ihr dürft jetzt wieder, hier sind die Auflagen, ihr tragt die Verantwortung für die Risiken, viel Glück. Sondern wir brauchen in diesen vielen Bereichen eine Anschlussunterstützung, um Pleiten abzuwenden und die Jobs zu erhalten, die vor 2 Monaten für hunderte Millionen Euro erhalten wurden.
Wir müssen das Kurzarbeitergeld aufstocken und die Lohnfortzahlung wegen Kinderbetreuung ausbauen. Und auch dafür sollte sich die Landesregierung auf Bundesebene einsetzen. Auch für die aktuellen und die zukünftigen Auszubildenden und deren Betriebe braucht es Unterstützung. Es wäre gut, wenn Sie dazu noch etwas sagen könnten, Herr Minister, z.B. einen Ausbildungsboni für Unternehmen, die Auszubildende aus Insolvenzbetrieben übernehmen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich hart. Und wer vor der Krise schon kaum über die Runden kam, den trifft diese Krise besonders. Solidarität mit den gesundheitlichen und den wirtschaftlichen Risikogruppen heißt gerechte Verteilung der Soforthilfen, aber auch der Kosten für diese Krise, damit die soziale Ungleichheit in diesem Land nicht immer weiter wächst. Wir wollen kein Zurück zu einer Normalität der sozialen Ungerechtigkeit, sondern eine solidarische Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Und da gehen Gesundheitsschutz und ökonomische Absicherung Hand in Hand. Vielen Dank.